Vor ein paar Monaten hat Samsung mich gefragt, ob ich mir mal einen aktuellen 8K-Fernseher anschauen möchte. Und da war ich als Technikenthusiast natürlich sofort interessiert. Wie sieht das aus? Erkennt man wirklich noch Unterschiede? Was bringt es im Alltag? Und kann man eigentlich schon brauchbar in 8K zocken? Das wollen wir heute mal herausfinden, und zwar anhand des QN800B Neo QLED TVs. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß dabei! Der QN800B wurde von Samsung bereitgestellt, was aber natürlich wie gewohnt keinen Einfluss auf meine Meinung hat. Wir werden uns alle Vor- und Nachteile anschauen, die mir in den letzten 6 Monaten aufgefallen sind, und ja, tatsächlich habe ich den Fernseher schon so lange hier. Das Gerät ist der Nachfolger vom QN800A, der ebenfalls schon die 8K-Auflösung geboten hat. Es handelt sich um einen QLED-TV mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, Local Dimming mit über 1300 Zonen, HDR10+-Unterstützung und vielen weiteren Features. Das Verpackungsdesign ist wieder mal bestens durchdacht, sodass es absolut kein Problem ist, diesen großen und entsprechend schweren Fernseher aufzubauen. Die seitlichen Styroporklötze dienen nach dem Abnehmen zum Beispiel nochmal als Standfüße, damit das Gerät nicht Gefahr läuft, umzukippen. Dann kann man sich im mittleren Bereich Platz schaffen und die Schaumstofffolie entfernen, um dann den schweren Metallstandfuß zu montieren, während der Fernseher noch sicher im unteren Teil der Verpackung steht. Zu guter Letzt kann man ihn einfach mit zwei Leuten rausheben oder zum Beispiel das restliche Styropor zur Seite wegziehen. Schon steht der QN800B auf eigenen Beinen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, wie die anderen Hersteller das lösen, vielleicht genauso gut, aber ein noch einfacheres Vorgehen kann ich mir generell kaum vorstellen. Hierfür also schon mal einen Daumen nach oben. Im Lieferumfang befinden sich neben TV und den Einzelteilen des Standfußes noch eine Fernbedienung, etwas Papierkram, ein paar Kabel und die sogenannte Slim One Connect Box. Bei den Flaggschiff-Modellen kommt das Teil, zumindest in ähnlicher Form, schon seit mehreren Jahren zum Einsatz, und ich finde das ganze Konzept auf jeden Fall sehr praktisch. Sämtliche Anschlüsse des Fernsehers befinden sich an dieser Box und eben nicht auf der Geräterückseite. Den großen Vorteil sehe ich gar nicht mal bei der geringeren Dicke des Fernsehers, die ohne integrierte Ports möglich wird, sondern vielmehr bei der Flexibilität und dem häufig deutlich höheren Komfort, wenn man mal etwas Neues anschließen möchte. Die Box kann man wahlweise hinten auf dem Standfuß platzieren, wo sie von vorne komplett unsichtbar ist, oder aber auf bzw. noch besser im Unterschrank verstauen. Und ich kann euch sagen, so leicht seid ihr noch nie an die Anschlüsse eines 75 Zoll TVs drangekommen. Das gilt natürlich auch für die anderen Bildschirmdiagonalen, aber je größer der Fernseher, desto schwieriger kommt man in der Regel hinten dran. Das für mich beeindruckendste ist allerdings, dass die Box über dieses Kabel mit dem TV verbunden wird. Ja, nur dieses eine Kabel und dann auch noch relativ dünn. Ich habe keine Ahnung, wie sowas technisch vernünftig funktionieren kann. Jedes brauchbare HDMI-Kabel ist schon mal mindestens genauso dick und hier laufen kurzerhand viermal HDMI 2.1, Strom, verschiedene Audio-Ports und so weiter drüber. Das ist echt der Wahnsinn. Im Lieferumfang befinden sich übrigens gleich zwei dieser Kabel, einmal ganz kurz, falls ihr die Connectbox hinten auf den Standfuß stellen wollt, und dann noch einmal mit 2 Meter Länge. So gut ich das ganze Konzept aber finde, die Box ist in dieser Version doch schon ziemlich groß, dafür braucht man in zum Beispiel einem Unterschrank auch erstmal den nötigen Platz. In meinem Fall hängt der QN800B offensichtlich an der Wand, dafür habe ich die SlimFit-Halterung von Samsung selbst verwendet und die ist ziemlich cool, denn damit hängt der Fernseher wirklich extrem nah an der Wand. Man hat die Wahl zwischen 7,5 und 15 mm. Letzteres ist praktisch, wenn man noch normale Kabel wegführen muss, aber ich habe mich hier für die 7,5 mm entschieden und das sieht meiner Meinung nach einfach extrem geil aus. Der Fernseher baut somit insgesamt nicht mal 3 cm auf. Und auch das sehr kantige Design mit diesem Lochmuster und den dünnen Displayrändern kommt generell, aber insbesondere bei dieser Montageart, richtig gut rüber. Aber ich will jetzt nicht zu detailliert auf die Halterung eingehen, kommen wir mal zum Wesentlichen. 8K bzw. 7680x4320 Pixel. Das ist nicht einfach nur doppelt so viel wie das typische 4K Ultra HD, sondern auf beiden Achsen das Doppelte und dementsprechend insgesamt die vierfache Menge an Pixeln. 8K ist also genauso weit von 4K entfernt wie 4K von Full HD und das ist eine gewaltige Differenz. Früher oder später wird das mit Sicherheit der neue Standard, selbst jetzt sind manche 8K-TVs schon verhältnismäßig erschwinglich, aber aktuell gibt es da leider noch ein großes Problem und das sind natürlich die Inhalte. Man kann für das Erlebnis bzw. die Demonstration durchaus Material finden, das nativ in 8K vorliegt und wo dann auch das Potenzial dieses Fernsehers zu sehen ist. Beispielsweise kann man die dritte Staffel von Das Boot exklusiv über Samsung TV Plus in echter 8K-Auflösung streamen und ja, das sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Auch verschiedene Demo-Videos auf YouTube zeigen gut, wie scharf und detailreich das Ganze sein kann. Wirklich beeindruckend. Die Bildqualität und Darstellung ist top, sprich die Farben kommen knackig und lebendig rüber, die Inhalte sind schön kontrastreich und auch die mögliche Helligkeit, vor allem bei HDR-Content, gefällt mir.
Wie immer gibt es verschiedene Modi, darunter auch den Filmmaker-Modus, der die Inhalte also so zeigen soll, wie es vom Produzenten gedacht war, ohne Zwischenbildberechnung und Bildverbesserern. Die Schwarzwerte sind für einen Nicht-OLED-TV extrem gut und nur super selten ist mir die Hintergrundbeleuchtung überhaupt aufgefallen, meistens nur, wenn auf schwarzem Hintergrund ein Text schnell eingeblendet wird. Bei der alltäglichen Nutzung eures Fernsehers werden euch, zumindest aktuell, nahezu keine 8K-Inhalte über den Weg laufen. Nicht auf Netflix, nicht bei Sky und erst recht nicht im normalen TV-Programm. Auch die gängigen Abspielgeräte können bisher nicht mehr als 4K und das wird sich erst langsam mit der Zeit ändern. Dennoch ist die höhere Auflösung nicht komplett sinnfrei, da der TV eine Menge Rechenleistung an Bord hat und AI-basiert 4K bzw. auch insbesondere HD-Inhalte hochskaliert. Dafür zuständig ist der sogenannte Neural Quantum Processor 8K. Upscaling ist oft ein zweischneidiges Schwert, da es zwar die Schärfe und die allgemeine Bildqualität anhebt, aber teilweise auch Details verschluckt oder zum Beispiel Konturen überzeichnet. Der QN800B macht das aber meiner Meinung nach wirklich gut. Was man aber generell zu 8K ganz ehrlich sagen muss, ist, dass ihr aus einem normalen Sitzabstand von sagen wir mal 3 bis 4 Meter keine übermäßig großen Unterschiede sehen werdet, auch nicht bei nativen Inhalten. Ich will nicht sagen, dass 4K und 8K komplett identisch aussehen, das wäre so auch nicht richtig, aber der Unterschied ist bei weitem nicht so groß wie zum Beispiel von Full HD auf 4K Ultra HD. Aus nächster Nähe sind die Differenzen definitiv vorhanden und sehr gut sichtbar, aber man hockt ja im Alltag nicht unbedingt einen Meter von einem 75 Zoll TV entfernt. Was man dank HDMI 2.1 machen kann und was ich auch ausprobiert habe, ist Gaming in 8K, zumindest wenn man einen entsprechenden High-End-PC mit Grafikleistung ohne Ende hat. Zwar sind in dieser Auflösung maximal 60 Hz möglich, aber man darf echt nicht unterschätzen, wie anspruchsvoll diese enorme Pixelanzahl ist. Ich habe es mit einer RTX 4090 getestet und was da so möglich war, schauen wir uns mal kurz an. In Shadow of the Tomb Raider kommen wir mit dem Ultrahoch-Preset immerhin auf durchschnittliche 52 FPS sowie ein Minimum von 46. Das sind zwar keine super hohen Bildraten, aber es ist schon noch als spielbar zu bezeichnen. Interessant finde ich, dass Minimum und Durchschnitt hier so extrem nah beieinander liegen. Benchmarks mit DLSS machen wir an der Stelle übrigens bewusst nicht, da wir ja die native Auflösung checken wollen. Weiter geht's mit einer Runde Hogwarts Legacy und das läuft echt gar nicht gut. Allerdings hat das Game generell durchaus Performance-Probleme, sodass selbst in 4K mit der RTX 4090 keine allzu hohen FPS-Raten erreicht werden. Da ist es immerhin noch sehr gut spielbar, was man hier in 8K nicht unbedingt sagen kann. Je nach Umgebung bewegen wir uns größtenteils zwischen 15 und 25 FPS, das macht nur begrenzt Spaß. Weiterhin gab es auch immer wieder Grafikbugs und Wartezeiten, bis manche Texturen geladen wurden. Zu guter Letzt noch eine Runde Call of Duty Modern Warfare 2 und das sieht dann wieder etwas besser aus. Es läuft von diesen drei Spielen sogar am besten. Der Durchschnitt liegt irgendwo im mittleren 50er Bereich und generell spielt sich fast alles zwischen 45 und 60 FPS ab. Nur einmal zum Vergleich. In 4K spiele ich das Game mit den gleichen Settings bei über 200 FPS. Es ist also Wahnsinn, wie groß die Differenz in diesem Fall ist. Kurzes Fazit anhand dieser drei Games. 8K ist durchaus möglich und in halbwegs gut optimierten Titeln auch soweit flüssig spielbar, aber diese Auflösung ist wirklich unfassbar anspruchsvoll. Ohne Upscaling-Technologien wie zum Beispiel DLSS wird gutes 8K-Gaming wohl noch einige Jahre brauchen. In 4K werden bis zu 120 Hz unterstützt, was natürlich bestens für die aktuelle Konsolengeneration geeignet ist. Auch eine variable Bildwiederholrate und FreeSync Premium Pro sind mit an Bord. Die sogenannte Gamebar zeigt euch verschiedene Infos auf einen Blick und ermöglicht den schnellen Zugriff auf diverse gamebezogene Einstellungen. Der Input-Lag ist mit unter 10 Millisekunden echt gering und das ist übrigens ein real gemessener Wert und keine Herstellerangabe oder ähnliches. Ein Nachteil ist auf jeden Fall der höhere Stromverbrauch, denn natürlich will die vierfache Pixelmenge auch entsprechend versorgt werden. Keine Angst, der QN800B zieht jetzt nicht viermal so viel Strom wie ein normaler 4K-Fernseher, aber mit grob dem doppelten Verbrauch muss man durchaus rechnen. In Zahlen sind das durchschnittlich ca. 250 Watt bzw. bei HDR-Inhalten sogar um die 450 Watt. Was mir persönlich auch nicht gut gefallen hat, ist die Entspiegelung bzw. der aufgebrachte Polarisationsfilter. Ich hatte vorher den Samsung QN90A hier stehen und der war meiner Meinung nach in dieser Kategorie unfassbar gut. Man konnte selbst tagsüber mit Fenstern im Rücken ganz entspannt alles schauen, hatte ich ja auch damals in meinem Review gelobt. Beim QN800B sieht das etwas anders aus, da eine komplett andere Art von Beschichtung zum Einsatz kommt. Die bietet auch Vorteile, wie zum Beispiel eine bessere Blickwinkelstabilität, die bei VR-Panels oft etwas eingeschränkt ist, führt aber gleichzeitig zu einer gewissen Verzerrung von sich spiegelnden Objekten oder Lichtquellen.
Außerdem wird dadurch eine Art Regenbogenraster verursacht. Ich hoffe, ihr könnt auf diesen Bildern gut sehen, was ich damit meine. Laut Samsung ist der TV für Heimkinos optimiert worden, wo es also kein störendes Licht von hinten oder schräg seitlich gibt. Das mag natürlich sein, aber ich habe nun mal kein Heimkino, sondern ein ganz normales Wohnzimmer und entsprechend ist mir das negativ bzw. störend aufgefallen. Es liegt zum Teil sicherlich auch daran, dass ich vom vorherigen QN90A ziemlich verwöhnt war, das kann man, denke ich, so sagen. Was mich allerdings wundert ist, dass kein anderer Tester diesen Punkt bisher richtig kritisiert hat, sodass ich mir die Frage gestellt habe, ob bei meinem Gerät vielleicht etwas nicht ganz in Ordnung ist. Ich hatte mir das gleiche Modell auch mal im örtlichen Fachmarkt angesehen und fand die Darstellung dort wirklich deutlich besser, aber laut Samsung liegt das am nicht vergleichbaren Lichtsetup und ist bei meinem TV ein normaler Zustand. Bei hellem Content ist es nicht super dramatisch, aber wenn man typische Filme und Serien schaut, die nun mal oft auch dunklere Szenen beinhalten, müssen wir tagsüber die Rollläden schließen und abends darauf achten, dass keine ungünstig positionierte Lampe angeschaltet ist. Da ist der Trade-off für etwas bessere Blickwinkel in meinen Augen viel zu groß. Was lässt sich sonst noch sagen? Samsungs Tizen OS hat einen neuen Look, an den ich mich erstmal gewöhnen musste. Der Aufbau ist aber gut und übersichtlich, es gibt Apps sowie Streaming-Optionen ohne Ende und alles läuft flott. Die integrierten Lautsprecher sind für einen so flachen Fernseher überraschend gut und sorgen für einen verhältnismäßig klaren und satten Sound. Nicht vergleichbar mit externen Lösungen, das ist klar, aber absolut akzeptabel. Kommen wir mal zum Fazit. Ich bin hierbei auf jeden Fall zwiegespalten, denn auf der einen Seite finde ich 8K cool und super interessant. Also der Tech-Nerd in mir ist immer irgendwo Fan von technischen Fortschritten und wie eben bereits gesagt, war ich überrascht, wie in Anführungsstrichen günstig man 8K bereits ins Wohnzimmer kriegen kann. Der QN800B ist natürlich deutlich teurer, weil er auch weit weg von einem Einsteigergerät ist, aber das generelle Preisniveau verglichen mit den 4K-Anfängen ist deutlich gesunken. Auf der anderen Seite, und das ist dann die Perspektive der Vernunft, ist der praktische Nutzen zum aktuellen Zeitpunkt nur extrem eingeschränkt vorhanden und selbst wenn wir das komplett ausblenden würden, ist es immer noch fraglich, wie sehr man von der höheren Auflösung bei den üblichen 3 bis 4 Meter Abstand profitiert. Das muss wohl jeder für sich selbst ausprobieren und entscheiden. Der QN800B ist insgesamt ein sehr guter Fernseher mit toller Bildqualität sowie Farbdarstellung, gut umgesetzten Features und Smart TV, schickem Design und ordentlicher Gaming-Eignung. Auf der Kontraseite stehen der hohe Stromverbrauch und ganz deutlich die Entspiegelung, zumindest bei meinem Testgerät. Das ist echt schade, da mir das Gerät ansonsten wirklich gut gefallen hat. Preislich waren die UVPs erstmal echt heftig, das 75 Zoll Modell ist für 5000 Euro gestartet, aber inzwischen geht es immerhin schon ab 2760 Euro los. Das ist immer noch extrem viel Geld für einen Fernseher, da brauchen wir echt nicht drüber reden und ich hoffe, dass es weiter bergab geht, aber für einen High-End 8K Fernseher in dieser Größe ist es, denke ich, vertretbar. Abschließend bin ich nun auf eure Meinungen gespannt, vor allem zum Thema 8K. Lasst uns also gerne mal in den Kommentaren darüber diskutieren. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.